Anno 1800, ich hab da noch was ich machen wollte. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ihr wisst ja, dieses Spiel hört niemals auf. Zumindest für mich nicht. Und wir müssen gucken, dass wir wieder ein paar Ingenieure rankarren. Das scheint noch nicht so ganz zu klappen. Aber die Engine braucht ja nach einem Neustart, nach einem Laden des Spielstands immer ein klein bisschen, um sich wieder halbwegs einzupendeln. So auch hier der Fall. So, belassen wir es erstmal dabei. Letztes Mal haben wir den Kautschuk noch optimiert, weil da hatten wir Probleme. Und ja, Bananensammler, es gibt ja auch Kämpfe. Ich spiele einen Friede-Freude-Eierkuchen-Spielstand. Und da sind alle, die hier auf der Karte sind, hier miteinander friedlich. Siehst du hier bei den Handelsrouten, das bin ich, der Blaue. Dann gibt es noch die Türkisne. Dann gibt es hier noch den Gelben und die Dame in, was ist das hier, Türkis? Naja, Hellblau und Türkis, so ist der aus. Und wir mögen uns eigentlich alle, das habe ich bewusst so gewählt, beim Schwierigkeitsgrad, dass ich gemütlich bauen kann und keinen Stress habe. Wir werden angegriffen, wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Dann kann ich auch Rocket League weiterspielen, dann bin ich dann genauso genervt. Piratin gibt's, aber die mag mich mittlerweile auch. Aber es gibt noch den Piraten in der neuen Welt. Also es gibt hier verschiedene Karten. Und in der neuen Welt, der Pirat mag mich, das sieht man hier nicht. Ja, mit dem bin ich im Krieg. Und der greift doch immer an. Ich habe hier meine Schiffsflotte stehen. Hier sind meine Handelsrouten hauptsächlich, wo die Schiffe fahren und die Handelswaren transportieren. In der neuen Welt gibt es so Sachen wie Kaffee, Bananen, Kautschuk und auch Gold. In der alten Welt gibt es kein Gold, aber da wollen sie natürlich Gold und Schmuck haben. Also muss ich das hochbringen. Ne? Neue Welt, wo... Nee, es hat nichts mit von Peace zu tun, außer dass wir ja auch Schiffe rumfahren. Ja. Und du musst halt dann immer mehr produzieren und musst gucken, dass die Leute hier aber auch glücklich sind, die hier wohnen. Und du musst gucken, dass deine Handelsrouten so weit passen, dass die Ware rechtzeitig hochgeliefert wird. Also es ist so ein bisschen, ja, Optimierungsspiel und da sollte man Spaß dran haben, sonst ist so ein Spiel für einen nix, ne? Und ich hab das, definitiv. Ja, wir sind dabei immer noch am Forschen. Ich muss mal gerade noch mal ein bisschen... Ich habe alle DLCs, die es aktuell gibt und auch die neuen, die kommen, schon vorbestellt. Beziehungsweise das Neue, was noch kommt. Das war teuer. Ja. Habe ich jetzt schon ausgegeben? Ja, okay, dann müssen wir. Gut. Ja, in 32 Minuten wird unsere nächste Forschung fertig. Dann können wir den extravaganten Dampfer generell bauen. Und Handelsrouten gilt es zu optimieren. Es gibt hier auch noch Cap Trelawney. Cap Trelawney ist eine Insel, eine Welt, die in der alten Welt angelehnt ist. Dann gibt es noch die Arktis mit der 4. Da ist natürlich Schnee und Eis angesagt. Da habe ich auch Leute, da kannst du Zeppeline bauen. Und dann gibt es noch Embesa. Embesa ist quasi so ein bisschen Afrika-Style, ne? Ich könnte jemanden angreifen, aber das würde meinen Spielstand kaputt machen. Das Problem in dem Spiel ist, wenn du einmal jemanden angegriffen hast, der nicht der Pirat ist, dann würde dir das niemals mehr verzeihen. Und dann habe ich den halt als Gegner. Und da müsste ich mir Krieg bauen, dann müsste ich meine Wirtschaft umstellen. Und mein Spielziel bei diesem Friede, Freude, Eierkuchen-Spielstand ist es, einfach mal alles gebaut zu haben, alles erlebt zu haben, was alle DLCs können, meine Bürger zu befriedigen. Und dann habe ich ein bisschen, deswegen, also das ist kein Kriegsspielstand. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch einen mit zum Beispiel Mojito, der ja auch öfters gern zusieht und auch Anno-Fan ist, nochmal einen Koop-Spielstand und dann machen wir wirklich auf Krieg und Krawall. Das wäre eine Idee, weil man kann im Koop zu zweit eine Nation spielen. Bis zu 4 Leute können eine Nation spielen. Was aber zu viert, glaube ich, ziemlich chaotisch wäre. 3 könnte ich mir noch vorstellen. 4, naja, wissen wir noch nicht so genau. Naja, und überall gibt es verschiedene Ressourcen, die man halt irgendwie versuchen muss, im Einklang zu halten. Ich sehe gerade, wir haben ja zu wenig Sangha-Kühe. Könnte man, glaube ich, hier noch bauen, oder? Tee, wenn du möchtest. Theoretisch ja. Was brauchen wir denn für die? Für diese Kühe. Wartet mal, die Kühe werden gebraucht für Fleisch, oder? Ja. Also hier wäre noch Platz. Könnten die es irgendwo abliefern?
Man muss hier in Embese halt mit Wasser arbeiten, ne? Man muss diese Felder grün machen, muss hier so Wasserdinger legen. Das ist eigentlich ganz schön, da jedes Add-on, so jedes DLC seinen eigenen Spielstil so ein bisschen erweitert. Das ist echt ganz geil gemacht. Was denn hier? Da ist schon eine Farm. Ach, sieh an, das wollte ich sogar schon machen. Gut, wenn der sich langweilt, machen wir da noch eine Farm hin. Die wollte ich sogar schon mal bauen, aber dann kam irgendwas dazwischen. Das ist halt schade. Dann ist die Frage, ob wir nicht hier lieber eins rübergehen. Können dafür hier noch ein Feld setzen. Die Menschen lassen sie hochleben. Machen es mal so. Und noch ein paar Leute. Ich spezialisiere mich darauf, alle glücklich zu machen. Das ist nicht so einfach. Also, du hast ja mittlerweile sehr viele Leute in der alten Welt. Es geht eigentlich immer nur darum, die alte Welt glücklich zu machen. Ja. Und hier habe ich zum Beispiel Investoren. Und die haben eigentlich alles. Die kriegen Schokolade geliefert aus der neuen Welt. Die kriegen Zigarren aus der neuen Welt. Sie kriegen Sekt, den machen wir in der alten Welt. Glühbirnen auch. Sie haben Strom, das wollen sie. Und sie kriegen ihren Kaffee und sie kriegen Dampfwagen. Und zusätzlich, als Zufriedenheit, als weiterer Boni, wollen sie halt Hochräder haben, Uhren, ihr Clubhaus, um Tabak zu kaufen, die Bank, Schmuck und Phonographen. Arbeiter Was sind die die freie Zeit zu schätzen? Ach, freie Zeit. So. Man braucht eben auch Leute für die ganze Und das sind jetzt halt nur die Investoren. Dann habe ich immer noch Ingenieure, die brauche ich, die haben andere Bedürfnisse, ähnliche, wie zum Beispiel Kaffee. Strom und Glühbirnen wollen die auch, aber die wollen noch Dosenfleisch haben und Nähmaschinen und Pelzmäntel und der Universität wollen die noch haben. Und zwar Zufriedenheit wollen sie zwar auch schon Hochräder, aber sie wollen noch rum. Und unter anderem noch das Varieté. Und so geht's halt weiter. Ja, dann habe ich noch die Gelehrten, die kommen aus dem DLC mit dazu. Die wollen Hibiskus-Tee, der reicht nicht. Wir müssen uns um Hibiskus-Tee kümmern, merke ich gerade. Die wollen Eintopf und so weiter. Und dann haben wir mittlerweile auch Touristen. Touristen wollen wieder was ganz anderes. Die wollen Marmelade, die wollen Shampoo haben. Die wollen hier auch Limonade haben, an der ich gerade arbeite. Und Souvenirs kommen uns auch noch. Ne? Ich kann auch Handel mit anderen treiben, ja. Ich kann auch rüberfahren und kann den Sachen verkaufen, wie Kanonen oder so, das geht. Mittlerweile eine Speicherstadt, das ist auch ein DLC, dann kann man schneller B- und Entladen. Also es ist ein sehr komplexes Handelsspiel. Ja, sehr komplexe Simulation. Wir laufen auf 200% die Limonade. Das haben wir letztes Mal gepimpt. Und ich will jetzt wissen, Salpeter sollte eigentlich ausreichen. Geht gut hoch, weil wir haben es ordentlich gepusht hier. Und die Frage ist, geht jetzt der Rest gut runter mit Marmelade? Mit was wir dafür brauchen? Wir brauchen Zucker. Die Früchte gehen runter. Dann müssen wir wahrscheinlich mit einem Schiff nochmal Zucker holen und mit einem Schiff Zitrusfrüchte. Sehr wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ne? Nee. Wenn ich mit jemandem Handel treibe, dann zähle ich nicht als Feind von den anderen. Nur weil ich die unterstütze. Nee, das hat das Spiel ja nicht eingebaut. Okay, also wir brauchen ein weiteres Handelsschiff. Wir haben hier noch ein Handelsschiff. Können die auch gleich bauen, sobald die Dame fertig geforscht ist. Wollen wir noch welche kaufen? Ja. Wer kein Freibeuter Aber ist, die will ich nicht. Also ich kaufe die Schiffe hier immer, dass die dann das weg Schiff war sind. ihr Sarg. Und verkaufe sie hier wieder. Dann fahren die aus der Map raus und die können wieder neu spawnen. Verkauft man nämlich auch manchmal diese besseren Handelsschiffe hier. So, du holst uns jetzt die Früchte. Du holst die stellen wir komplett um auf Früchte und der andere holt komplett Zucker. Das müssen wir umstellen. Was mit der Limonade klappt. Okay, wir gehen kurz in die alte Welt. Was heißt neutral wie die Schweiz? Es ist halt wirklich ein Friede, Freude, Eierkuchen-Spielstand. Das heißt, hier tut keiner keinem was, außer der Pirat. Wir haben uns alle lieb. Es gibt aber auch Computergegner, die kannst du einstellen, die sind halt grundlegend aggressiv, die machen immer Krieg und dann hast du halt Probleme. Dann ist das Spiel vielleicht ein bisschen actionreicher, aber du kannst auch Inseln verlieren und
Das ist dann auch schon ziemlich nervig, ne? Weil dann bricht da die Wirtschaft auch zusammen und hast du wieder anderweitig Probleme. So, hier tun wir Zitrusfrüchte. Wie sieht's mit Zitrusfrüchten hier auf der Insel aus? Da muss ich gerade mal checken, ob das Lager hier voll ist. Nein, und es nimmt sogar ab. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir noch weiter Zitrusfrüchte produzieren. Ich habe das hier um die Kaffeeproduktion drumherum gebaut. Warum? Weil die sich hier eh langweilen. Ja. So, ich werde die Felder hier umbauen. Dann können wir hier noch einen hinbauen mit Zitrusfrüchte. Hier ist kein Platz mehr. Kaffee. Und viele Felder. Es passt nicht, kannst drehen, wetten, wie ich will, es passt nicht, ich krieg da keinen mehr hin. Ich habe noch genug Platz auf der Insel, das ist nicht das Problem, aber. Ich habe eine andere Idee. Geht nicht. Das ginge, aber das hilft uns nicht. Ja. Ja, gut, ich könnte. Die sind so verbunden. Ich kann den Weg so legen und so legen. Das ginge. Man braucht halt Felder, man braucht halt Platz in dem Spiel. Das ist immer so ein bisschen. Herausforderung. Ach, guck. Passt ja sehr gut hier. Warte. Zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. Alla Pappen, du liebst mich. Wir könnten theoretisch gesehen hier unten auch noch ein bisschen was zaubern. Wartet. Theoretisch gesehen ginge das so. Und so und so. Hätten wir nochmal ein paar Felder frei. Ich brauche halt eine Verbindung da hoch, ne? Lies es gleich. Ein Ansammler. Moment. Und zwar will ich jetzt, Moment, der hier. Nein! Verklickt. Bitter. Einfach nur bitter. So, gucken, ob wir jetzt noch einen hingezaubert kriegen. Nee, ich kann nichts zuschütten. Ich kann ja nichts machen. Ich könnte speichern und laden, ja, aber nee, ist ja Quatsch. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss es nur neu klicken. Ja, ich hab genug Ressourcen.
Ich könnte auch andere Inseln einnehmen. Ja, ist schon klar, aber die sind alle belegt. Und wenn du müsstest jemanden angreifen, dann habe ich wieder das Problem, dass Krieg ist. Das will ich ja nicht. Wir werden immer noch nicht gebraucht. So, ihr macht auch bitte Zitrusfrüchte. Ja, wenn ich den Krieg gewinne, also das machen andere Streamer, das habe ich auch schon letztes Mal erzählt. Ich kann natürlich alle Inseln einnehmen, sind alle mir, dann ist gar keiner mehr auf der Map. Ja, dann spiele ich Anno mit mir alleine. Weißt du, das ist. Möchte ich halt auch nicht. Ich meine, es geht, aber naja. So, also Zitrusfrüchte, aber auch das war jetzt nur hier den Weg so drumherum geworden. Wir brauchen eine Verbindung. Der braucht eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Da steht sie wieder. Wir brauchen halt Platz auf der Insel und deswegen halt hier diese Verbindungswege, dass alles miteinander verbunden ist und dann irgendwie wieder hier vorne, dass alle glücklich sind. Es muss eine durchgehende Straßenverbindung sein zum Hafen. So, hier unten ist noch Platz. Brauchen Leute. Hier war es, glaube ich, ziemlich eng. Ein paar Dinge. Du kannst es doch noch, Jefe. Puh, ist die Frage. Also, wir bauen mal mindestens noch zwei. Damit gleichen wir das aus. Gucken, was noch passt. Du kannst auch Siegbedingungen einstellen, natürlich. Also es ist ein freies Spiel. Ja. Da wird so lange gespielt, bis ich halt einfach sage, jetzt habe ich keine Lust mehr. Oh, jetzt noch jede Menge Platz. Perfekt. Gucken wir, was machen. So, du machst auch bitte Zimtfrüchte. Das Früchte. Dann 100% noch? Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Vielleicht so. Immer noch 100%? Sehr gut. Weiß nicht, ob das klappt. Doch. Trotzdem noch 100%. Okay. Naturkatastrophen? Nein. Ist kein SimCity, City Skylines. Da gibt es ja auch so ein Add-on mit Naturkatastrophen. Ich glaube bei 1703 oder so, 1706 oder so. Da müsste das, da gab es das, glaube ich, aber hier nicht. Oder ich habe sie deaktiviert, aber sei mir erstmal nicht bekannt. Ich kann mir auch angucken, wie das die anderen gebaut haben. Natürlich, klar. Moment.
Was fehlt uns denn? Holz. Nee, Steine. Und Arbeiter fehlen uns. Moment. Alle glücklich. Dem fehlt es ein bisschen an der Kirche. Nee. Ich will nicht wirklich. So, brauchen noch ein paar Leute. Sonst klappt das ja leider nicht. Steine. Steine hier unten haben wir noch ein Schiff. Unser Flaggschiff. Und du kriegst auch noch mal. Weiter. Nicht wirklich. Es gibt hier keine Jahre oder so. Wie bei, wie heißt das andere Spiel? Stellaris oder so. Nee. Was dann einfach die Geschwindigkeit, kannst du verlangsamen, kannst du schneller machen. Ich lasse meistens normale Geschwindigkeit. Und ja, dann hast du halt deine verschiedenen Ressourcen halt. Aber du hast hier keine Tages- oder Jahreszeit. Und wie gesagt, ich kann jetzt gucken, zum Beispiel das hier hat der Computer gebaut. Ja, hier auch so einen kleinen Möchter mit dabei. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Da kriegen wir jemand Neues geschenkt. Zack. Oder hier hat die Dame in Hellblau, Winterburg, hat hier oben gebaut. Und das kann ich mir überall angucken, ne? Also das ist halt hier, das ist halt jederzeit gleich der Fall. So, jetzt mal gucken, dass wir hier wieder neue Arbeitskräfte reinkriegen. Auch gleich Steine, da müsste unser Handelsschiff fahren. Wo ist denn? Ist es schon hier? Ah, da kommt's schon. Bereit für neue Befehle. Forschungspunkt ist schon wieder voll. Ich hab's ja gerade ausgegeben, ne? Witzig. Ey, dann machen wir hier. In welche Technologie wollen wir investieren? Brauchen 20.000, da können wir nochmal 6.000 locker ausgeben. So, Militär gibt es hier halt nur Schiffe. Es gibt keine es gab, glaube ich, bei Anno 1404 war, glaube ich, das letzte Anno mit Landeinheiten. Ansonsten gibt es hier immer nur Schiffe. Du kannst die helfen, dann belagern und einnehmen. Und dann kannst du entscheiden, ob du alles platt machst, ob du es einnimmst und platt machst oder ob du es im Computer wieder lässt. Ja. Dann kannst du die Insel halt einnehmen. Du kannst die Insel sogar, du kannst Anteile kaufen, das geht auch. Ne? Hier. Ich könnte jetzt auch Anteile von der Insel kaufen und die Insel dann komplett übernehmen über, ja, indem ich halt alle Anteile gekauft habe, sage ich, möchte die haben. Mögen die Gegner natürlich auch nicht, ne? Wenn ich jetzt denen die Insel auf wirtschaftlichem Wege klaue. Die Option gibt es auch. Hier mal eine kleine hier Militärmacht, die den Pirat hier schön wegbombt, sobald er zu nah rankommt. Er dreht schon wieder rum. Ja, habe ich die Aufnahme gestartet? Ja, wenn ich das erste Mal, dass ich das verkacke. Steine? Erwartet Anweisungen. Hier sind noch ein bisschen weniger Steine. Geh nochmal welche holen. Komm. Wir können was in Warteschlange hängen eigentlich. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Und zwar ein neues Item entwickeln wir. Bitte. Die Karte wäre eigentlich ganz geil. Hm.
Nur ich kann wahrscheinlich wirklich jedes Item nur einmal bauen in der Forschung. Das ist ziemlich schade. Ich meine, bei gewissen Items ist es nicht weiter schlimm. Die mache ich dann selber, also die brauche ich vielleicht nur einmal. Aber bei Leuten, die ich aufs Handelsschiff setzen will, dass sie schneller fahren zum Beispiel, da ist das ziemlich doof. Ja. Was ist eigentlich das da oben? Was ist da? Im Rathaus, hört die Aktivität. Was ich mache, kannst du Piraten selbst anheuern? Jein, ich kann Missionen von Piraten kriegen, wenn ich dem Hut stehe. Das gibt es. Ich kann eine Piratenflagge auf mein Schiff setzen. Dann bin ich im Piratenmodus. Das heißt, ich kann Schiffe angreifen, obwohl ich keinen Krieg mit denen habe. Ziemlich mies. Und sie dürfen mich nicht dafür ankreiden, weil es ist ja ein Piratenschiff. Das gibt es zum Beispiel. Ich kann auch sogenannte Piraten auf meine Schiffe anheuern. Das geht auch. Aber jetzt speziell Piraten anheuern nicht. Ich kann auch Piratenschiffe bauen. Beziehungsweise kaufen. Das geht dann auch. Ja, das geht alles. Aber jetzt speziell Pirat spielen, da gibt es andere Spiele. Und ich suche noch ein Spiel. Nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben. Der bietet mir jetzt eine Mission an, habe ich keine Lust drauf. Ich wünsche mir noch ein Spiel, wo ich richtig schön wieder Pirat spielen kann. Ich habe noch keins gefunden. Also das letzte Port Royal ist es nicht. Oder ist auch nicht meins. Dann kam ja noch eins raus, das habe ich in meinem Hauptkanal gemacht. Da habe ich komischerweise, wahrscheinlich kamen die mit meiner Art nicht klar. Die haben wohl einen Test erwartet und ich habe die Demo Let's Played mit meinem Piraten-Outfit und das fanden die wohl doof. Also habe ich für meine Verhältnisse, für meine Videos auf YouTube ein paar Dislikes kassiert, die ich nicht so ganz verstehe, aber dann ist das halt so. Das war auch ein Piratenspiel, wo ich dachte, oh cool, endlich kann man wieder Pirat sein, aber es hatte dann doch ein paar Macken, was mich gestört hat. Ja. Und so ein richtig schönes Spiel, wo man Pirat sein kann, plündern kann, Schiffe, eine kleine Flotte hat, wie es früher bei Spielen wie Pirates zum Beispiel der Fall war, gibt es aktuell meines Erachtens nicht, beziehungsweise ich habe noch keins entdeckt, was mir in aktueller Grafik gefällt. Unter schwarzer Flagge gab es ja auch noch, um auch nochmal ein Spiel zu nennen, was in die Kerbe reinschlägt. Ne? Ja, Sea of Thieves ist auch wieder anders. Sea of Thieves habe ich auch, spiele ich auch gerne, immer mal wieder. Bei Sea of Thieves bist du ja quasi auf einem Schiff selbst der Pirat. Das ist okay. Das Spiel ist gut so, wie es ist. Gucken, wie wir das hier machen. Aber dann hast du halt nur dein eines Schiff. Ja. So meine ich das. Und bei so einem Spiel wie Pirates zum Beispiel ist oder früher war und unter schwarzer Flagge war, da kannst du halt auch ganze Häfen einnehmen und bombardieren. Du hast eine Flotte mit mehreren Schiffen. Du musst dann auch wirklich Handel treiben. Kannst du auch, kannst du fährst zum einen Hafen, guckst, was ist da gerade im Angebot, fährst zum anderen Hafen, verkaufst es. Du musst also nicht zwingend Pirat sein. Du warst bei Pirates nie drauf angewiesen, zwingend Pirat zu sein. Du konntest Pirat sein. Und konntest du mal der Händler sein. War auch easy möglich. Ne? Wäre dann nur 96%, aber 96% ist besser wie nichts. Also machen wir es mal. Wieso kriege ich eine Twitch-Mitteilung? Ich habe doch alle ausgestellt. Nein, die habe ich nicht ausgestellt. Hast du mal Assassin's Creed Black Flag? Assassin's Creed Black Flag besitze ich sogar, ja. Wird auch immer als eines der beliebtesten Piratenspiele gehandelt. Ich habe es bei Ubisoft mal geschenkt bekommen, aus irgendeinem Grund. Und ich habe es auch kurz offstream angespielt, so eine Stunde oder so. Aber wurde überhaupt nicht mit warm. Das ist aber ein Problem, was ich mit der Assassin's Creed-Reihe habe. Weil ich würde mir wünschen, dass man das alles erlebt in der Zeit, in der man ist. Also in dieser Vergangenheitszeit. Aber man hat immer wieder Flashbacks und man geht in die Gedanken zurück und geht in die anderen Menschen rein. Und es reißt mich aus dieser Immersion immer wieder raus, dass ich in dieser alten Welt eigentlich bin. Und das gefällt mir halt nicht so.
Ja. So, wir wollen hier Süßfrüchte haben, über Süßfrüchte, über Süßfrüchte. Ja, der Zucker nimmt auch ab, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Da müssen wir jetzt als nächstes ran. Wir müssen nochmal, oh fuck, wir haben keine Leute mehr. Es wird schwierig. Bringt ja auch nichts. Da habe ich die Bananen in Gebäude gepusht. Ja, gut, ich könnte so. Da geht auch noch einer hin. Nee, andere Insel einnehmen ist keine Option, wie gesagt. Das ist bewusst ein Spielstand, wo ich keinen Krieg haben möchte. Mal gucken, dass wir noch ein paar Leute rankriegen, weil wir müssen jetzt auch noch um mehr Zucker kümmern. Das wird auch noch witzig. Verschwende ich ja Landmasse da hinten. Das ist aber normal, dass man Platzprobleme hat in dem Spiel. Das ist ganz normal. Da sage ich willkommen, Bano. Also. Wählen den mal ab. Zucker. Wir brauchen Zucker. Fuck, ich habe gar kein Saatgut. Bullshit. 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 Gut, hier ist noch Platz. Machen wir hier eine Zuckerproduktion hin. Schlachtkreuzer bereit. Hat eine Schraube an Bord. Egal. Ich brauche das Saatgut. Muss ich kaufen. Jetzt muss ich gucken, dass ich es in epischer Variante kriege. Sofern ich es nicht noch einmal habe. Glaub's aber nicht. Ist jetzt so freie Händler? Da haben wir es doch. Hier. Episch, 25% Produktivität, Zuckerrohrfruchtbarkeit wird bereitgestellt. Handeln. Auf die Station. So, du fährst hierhin. Danach fährst du bitte hierhin. Wie alt ist das Spiel? Oh, 3 Jahre? 2018, 2019 rum? Menschen lassen sie hochleben. Es kommt hin. Was ist hier los? Oh, ist zu viel los? Mhm.
Kriege ich aber gar nicht anders geregelt. Das Problem ist halt, hier sind halt auch welche, ne? Aber da gehen die nicht hin. Die langweilen sich. Sie gehen meist immer zum nächsten und dann staut sich's hier. Das ist halt, und da gehen halt alle hin. Und hier habe ich die Bananenfelder drumherum gelegt. Das heißt, ich kann hier jetzt nicht noch weiteres Handelskonto hinsetzen. Da müsste ich hier alles auch mit den Bananenfeldern irgendwie. Aber wobei, es könnte gehen. Ich habe nichts gesagt. Abreißen. Hier. Problem ist, die gehen jetzt trotzdem alle noch lieber da unten hin, weil das näher ist. Die Ponchoweberei geht da wahrscheinlich nicht mehr hin. So, Bananen müssen wir jetzt die Felder noch upgraden hier. Ist das passt? Ah, da ist noch Platz, oder? Ja, komm. Wäre da hätte ein Platz gewesen? Nee. Doch. Kann man hier kein Feld verschenken. Moment, da. Ja, wenn du der einzige Aktive im Chat bist, dann absolut dich selbst, ja. Ich bin ein kleiner Hobby-Streamer. Ja, hast du den Vorteil, dass der Streamer mit dir viel auf dich eingehen kann, weil ist sonst ja kaum einer da. Aber kannst du sonst nicht viel anderes erwarten, ne? So, okay, also wir haben jetzt auch wieder ein paar Leute mehr, das ist praktisch, weil die brauchen wir gleich. So, Handelsschiff schon unterwegs, ja, da kommt's. So, Blaupausenmodus an. Herr, vergib der Jugend von heute. So, wir brauchen einmal. Also das geht irgendwie 1:1, oder? Habe ich das richtig hier? Schokolade gibt's hier. Da brauchen wir auch die besseren. Brauchen wir 50. Ach. Für 51, das geht nicht. Ich habe die Leute nicht. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. Genau, da haben wir den Koch drin. Da erhöht die Produktivität. Aber nur von Schoko und von, ja gut, Schoko ist ja hier. Okay, also wir brauchen den Hypnotiseur. Und wir brauchen das Saatgut und noch was Drittes. Vielleicht die Hebebühne oder so. Muss man mal gucken. Ja, du kannst Befehle nur eine gewisse Zeit machen. Du bist jetzt für My Pose. Nee, eigentlich nicht. Muss eigentlich gehen. My Post ohne E. Bananensammler. Platz 465. Aber ich, wie gesagt, ich bin ein kleiner Hobbystreamer. Also du kommst da schnell hoch. Die Top 20 ist schnell erreichbar. Die Top 50 noch schneller. Also wir brauchen. Ja, und was macht die Hebebühne nochmal? Was ist die Hebebühne? Erhöht nur die Produktivität, aber wir brauchen Arbeitskräfte. Hier arbeiten wir doch mit weniger Arbeitskräften, oder? Auch nochmal Hebebühne hier, oder? Da. Nee, auch nicht. Ja, auch die Hebebühne. Gut, mehr Produktivität schadet grundsätzlich auch nicht. Die Menschen lassen sie hochleben. Alle Eisenhütten. 55%. Das Ding ist auch krass. Hm.
Ist das Buch ja noch besser, 55%. Mhm. Als die Hebebühne. Also kommt das Golden angehalten? Nee, ist er noch nicht. Das heißt, dass über 100 Leute nicht gefollowt haben. Ja du, es kommen ja immer mal wieder Leute mit Raids mit. Ne? Probier es aus, Bananensammler. Den muss ich eigentlich rausnehmen. Ja, nicht, dass da einer denkt, das war ein Gag. Oder ist ein Gag. Ja. Aber eigentlich ist es, ja. Gut, da würden wir nur die Ölproduktion erhöhen. Wenn wir was aber nicht brauchen, ist hier die Ölproduktion erhöhen. Aber mir geht es ja nur darum, da unten mehr Luft halt zu haben, ne? Das ist das Problem. Okay, wir müssen in die alte Welt zurück. Wir müssen gucken, was wir hier noch an Leute haben. Items, Handels, hier. Was haben wir denn hier noch Gutes? Irgendwas Legendäres, was uns hilft? Spannerei und Brauerei, Großküche. Nee. Beeinflusst alle landwirtschaftlichen Produktionsstätten. Ja, super. Bringt ja nichts. Minus. Umbrennerei, Sektkellerei. Ölerei, Jagdhütte. Da hat er wohl drauf gedrückt. Kartoffel- und Hopfenplantage. Tuch. Alle Lebensmittelproduktionsmittel, das ist doch ziemlich geil. Macht nochmal 40%. Zucker ist doch Lebensmittel, oder? Oder? Erhöht nochmal die Produktivität um 40% und macht nochmal Arbeitskräfte. Und erhöht sie und verringert sogar die Brandgefahr. Aber fünfmal das Ding, wo haben wir das denn her? Höhe stabil. Nimm's mal zweimal mit. Komm. Damit haben wir hier noch Punscheweberei. Siederei. Brillenfabrik. Phonographen, Dampfwagen, Großküche. Fensterzieglerei. Also Hypnotiseur, den müssen wir bald ein paar Mal kaufen. Das können wir dann auch mitnehmen, ne? Aber wir brauchen es da unten nicht. Schnapsbrennerei. Alle Nutzpflanzen in der alten Welt. Ich will aber die neue Welt. Hier, Kakaoplantage, Kautschuk. Ach komm, keine Schokolade. Nicht wirklich. Alles klar, Bananensammler. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Bohrtürme. Okay. Gehst in die neue Welt nach Shokushino. Hat er das Saatgut gebracht? Ah, du kannst hier sitzen bleiben, kannst die Schraube dann dem Zeppelin geben und dann wieder runterfahren. So, also wir müssen gucken, dass wir das jetzt blaupausen. Das müsste ich, glaube ich, anhaben, richtig? Ja. Also wir brauchen eine Birne, wo alle drin sind, eine Handelskammer. Wir brauchen diverse Zuckermöglichkeiten. Das heißt, bei Schokolade brauchen wir einmal die Zuckerrohrplantage. Die rein muss. Sagen wir, fangen mal oben an. Moment. So. Gut, braucht ja nicht zwingend eine Straße. So.
Ist drin. Gut. Sagen wir mal, wir machen mal 2 Zuckerrohrplantagen. Oder von mir aus auch 3. So, und dann brauchen wir die hier. 1, 2, 3. So. Und die müssen auch wo abgeliefert werden. Ach, ich kann das nicht. Kann nur so machen. Aber jetzt habe ich die Handelshütte nicht drin. Egal. So. Man auch Felder rumlegen, wir brauchen hier keine Straße. So, und wir würden dann hier eine Handels hinbauen, ne? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Blau hätten wir sogar noch einmal da gehabt. Aber Zuckerrohr, wir könnten sogar die Zuckerrohrplantage nochmal pushen. Aber das ist ja, das müssen wir jetzt gucken, ob das Produktivität für alle Lebensmittelproduktionen, ob das damit auch zählt. Korrekt da. Also ich sage, wir bauen jetzt das hier. Dann bauen wir den hier. Haben nicht mehr genug Holz. Haben unsere Zeppelin noch da? Erwarte neuen Kurs. Ja. Steine. Koordinaten eingezeichnet. Ja. Schnellste Schiff. Mhm. Aber ich morgen wieder live bin. Bestimmt. Du bist wahrscheinlich schon weg, aber ja. Habe ich jetzt erst gelesen, sorry. Aber ja, sehr wahrscheinlich. Stabil. Mal eben Holz. Flugroute ist eingezeichnet. So, du kriegst rein erstmal Saatgut, dass wir überhaupt anpflanzen können in dem Gebiet. Dann der Hypnotiseur ist klar. Und jetzt. Aber den Hypnotiseur machen wir mal raus. Wir machen mal das rein. Ich will wissen, ob das auch hierfür zählt. Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Glaube aber nicht.
Bleibt doch mal quer stehen. Was dreht ihr euch denn ständig? Wäre mal schön hier Doppelbreitseite da hochfeuern. Neue Befehle? Bretter. Kurs gesetzt. Sind unterwegs. Gehen gleich nochmal bitte Sachen holen. Schraube legen wir jetzt hier an Lager. Das Wasser schäumt, Admiral. Fährst hier hin. Dann darüber. Och. Nee, das ist das Saatgut. Das Saatgut erhöht auf 25%. So, wir brauchen hierfür 50 Leute. Minus 40% wären weniger. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Aber nur 37. Also zählt das. Müssten wir auf 175 kommen. Fehlen immer noch Leute, ist klar. Muchas gracias. Ich wusste, wir schaffen das. Erwarte neuen Kurs. Flugroute ist eingezeichnet. Ganz gemütlich, ganz gechillt. Ist klar, dass der jetzt höher kommt. Ist klar. Müsste nämlich hier Schluss sein. Früchte nehmen zu, weil wir produzieren ja wesentlich mehr Früchte. Es gibt Ruinen. Wann ist denn das Ding schon wieder in die Luft gegangen? Das schreckt das schon gar nicht mehr mit. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Weil hier steht minus 9 Arbeitskräfte. Ja, okay. Ach so, weil halt welche fehlen. Naja, okay. Das erklärt's. Ich sage bei dem anderen an, von bis und nicht minus. Ja, das haben wir gleich, jo. Alle schon wieder oben? Propeller drehen sich. Kurs gesetzt. Koordinaten eingezeichnet. So, was können wir hier denn Gutes handeln? Hier gibt es doch auch immer mal wieder schöne Leute, die wir gebrauchen können. Unten gibt es doch so oft einen Hypnotiseur. Das haben wir letztens auch gebraucht. Einen Friedensvertrag unterzeichnet. Können wir also ruhig auch nochmal mitnehmen. Ich hatte das Gefühl, der Hypnotiseur gibt es hier unten nochmal extremer. Einmal noch. Meines Vaters. Jawohl. Zuneigung wird dankbar erwidert. Ja, irgendwie. Schraube haben wir. Haben wir wirklich genug? Ist immer so, das, was man will, das ist das Lego-Kisten-Prinzip. Ihr wollt was bauen aus Lego? Ihr habt eine große Kiste, alles ist drin. Ihr sucht dieses eine Teil, findet ihr nicht. Ihr findet's nicht. Könnt ihr vergessen. Alles andere findet ihr, aber das nicht. Und dann, Wochen später baut ihr was anderes, dann findet ihr genau das Teil. Genauso ist es hier gerade. Ich wollte noch einmal einen Hypnotiseur haben. Könnt ihr vergessen. Gut, wenn es hier unten nicht mehr gibt für mich, dann, was ich jetzt kaufen wollen würde an Leuten oder an Gegenständen, dann ist das halt so. Um mir nicht die Zeit für würfeln. Es ist ja eh nur, dass wir wieder Dinge auf Lage haben, wenn irgendwas ist, ne? Wenn wir jemanden brauchen, dass wir dann nicht loswürfeln müssen. Dann holst du dir noch die Schraube ab und fliegst wieder zurück, dann passt das. So, wie sieht's aus? Das Lager ist voll. Ach so, ja, weil wir jetzt zwei Stück haben. Bitte darum. Müssen wir drei Stück, ne, zwei upgraden. Ja. Haben wir jetzt eine leichte Zucker über, ne, jetzt hätten wir wieder eine leichte Zuckerunterproduktion. Wobei, haben wir nicht schon eh genug, haben wir nicht generell genug Zuckerrohr auf dem Laden hier? Warte mal. War, glaube ich, eh schon Überproduktion, oder? Ist immer voll. Also ich glaube, die da drüben produzieren auch schneller als das die. Oh, war der falsche Insel.
Wir produzieren auch schneller, als dass wir abbauen, ne? Wie läuft das hier? Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Stück. 4 Stück laufen mit nur 150%. Warum? Weil wir auch noch. Weil wir auch noch die pushen. Ja, Schokolade haben wir echt genug. Ist okay. So. Die arbeiten mit 150. Mehr. Die arbeiten mit mehr. Nehme ich schon in den 175. Aber die schaffen maximal 150 weg. Ist es, das ist vollkommen richtig. So. Heißt, die haben eh eine Überproduktion. Heißt, wir können hier ruhig noch ein drittes bauen, wenn wir Leute hätten. Die wir gerade bekommen haben. Problem ist, ich brauche halt Zucker für Limonade in der neuen Welt. Vorher hat man Zucker in der neuen Welt nicht gebraucht. Der Kaffee nimmt ab, wollt ihr mich verarschen? Wenn wir etwas noch haben, ist es Kaffee auf dem Laden hier. Alles voll. Also Bohnen zumindest. Kann ich abnehmen. Ich baue zur Not noch eine Rösterei, da kenne ich nichts. Ne? Hier ist ja alles drin, also für eine Rösterei ist immer Platz. Hier haben wir ja Produktivität erhöht. Produktivität erhöht und Arbeitskräfte minus 50. Nee, minus 30. Nee, doch, minus 50. Und der macht auch nochmal minus 10. Also, zur Not baue ich da noch eins, wenn der Kaffee nicht reicht. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Wir gucken mal. Nutzen wir den Moment und werfen einen Blick in den Trend. So, wie sieht's mit Kaffee aus hier? Irgendwo ist doch die Kaffeetasse. Lacht mich doch schon an. Hier. Ja, wahrscheinlich haben die gerade ab. Es nimmt wirklich ab. Aber immer noch genug Bohnen. Mehr als genug. Ich habe auch ein bisschen übertrieben. Ja gut, dann müssen wir noch. Also dann... Zack, Bums, aus die Maus. Ach so, da brauchen wir ja die Standardarbeitskräfte. Ja, das steht doch hier irgendwo, ne? Ich hätte übrigens Arbeitskräfte werden... Ja, Maleros. Ja, okay. Ja, okay. Ist gut wie schlecht. Gerade. Also langsam komme ich auch hier an meine... Ah, da ging vielleicht noch was. Ah, kommt. Das sind aber auch nur maximal 10. Ich kann dir nicht... Kann dir nicht helfen, Refe. Die Feuerwehr und die Kirche, aber... ein Tod müssen wir sterben. Das ist... Da ist auch noch Platz für eins. Da passt doch auch noch einer hin. So. Die werden gleich aufdrehen. Auf 220. Dann ist halt die Frage, ob dann die Bohnen noch reichen. Aber ich gehe davon aus, ich habe ja so viel Bohnen produziert. Das ist schon krank. Also es sind so viele, die immer meckern, dass die Lager voll sind. Hier oben ja auch. Also das ist... Und hier ist auch noch Platz zur Not, ja. Ich könnte noch. Ich habe halt eher Angst, dass jetzt die Ponchos nicht mehr reichen und die Bananen und so weiter, ne? Das könnte durchaus der Fall sein. Wobei, gebackene Bananen sieht noch relativ gut aus. Ponchos auch. Und das brauchen die ja hauptsächlich, ne? Genau. Die ersten. Von daher. So, und ich würde hier noch eins bauen. So, da müssten wir auch wirklich genug Zucker jetzt haben. Wo ist denn der Zucker? Da. Gut, der nimmt jetzt auch so langsam wieder ein bisschen zu. Wir haben ja extra die Produktion angehauen. Dann können wir hier umstellen. Die Handelsroute gucken wir uns jetzt mal eben an. Das wollte ich nämlich. Da habe ich heute wieder ein klein bisschen was optimiert und besser gemacht. Also Zucker. Beziehungsweise die Handelsroute. Wir kohlen doch aus der hier. Süßkram heißt das ganze Kram. Heißt die ganze. Wo dreimal Zucker holt, dreimal ab. Kann ich sehen, was der dabei hat?
offensichtlich gerade nichts. Ach, der holt die Früchte einmal auf der einen Insel und dann die... Ja, weil ich auch drüben Süßkram gebaut habe, ich weiß. Das Ölhaus, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Aber da, warum? Also, weil ich es konnte, ja, aber... Aber warum habe ich hier nochmal welche aufgebaut? Wahrscheinlich, weil wir die auch abholen fürs Schnitzel oder so, ne? Kann das sein? Ja, wir holen hier nochmal welche ab. Turimampf. Mit Turimampf holen wir auch nochmal Zuckerrohr ab. Warum haben wir da unten Zuckerrohr? Weil wir da wahrscheinlich Rum draus bauen. Macht Sinn, ne? Ja, so, also, wir brauchen Bananen. Ja, genau. Gut, das ist ja grundsätzlich, es geht auf eine andere Insel. Geht das ja. Es geht auf eine völlig andere Insel. Das geht nach Fuchshafen. Und der hier geht ja nach Kupfersee. Das heißt, und das wollen wir jetzt umstellen. Dass er die ganzen Früchte eigentlich nur noch hier abholt, dass er nicht zweimal B und entladen muss. Und das macht dann die Wildtraube weiter. Die holt dann sechsmal. Oh, wir machen erstmal ein anderes Schiff, das nur Zucker holt, hätte ich. Kann ich sehen, wo du. Jetzt kommt der Typ mit der Zeitung. Der nervt zum Glück nicht mehr so oft. So bei Zeitung lassen wir so. Dann nehmen wir noch die Schraube hier bitte mit. Naja. Geh mal zurück in die alte Welt. Fuchshafen. Alte Welt. Kisten unter Deck. So, Pelikan, du wirst die Zuckersüß. Oh. Du kriegst Items, bitte. Fürs Schiff. Irgendeine Schraube, am besten eine legendäre, die wir nicht haben. Ist ein bisschen schade. Dann die hier noch. Und dass es schneller geht, B und entladen. Zack. So, das wären 20%. Das wären 15%, aber die Frachtverlangsamung. Das heißt, wir müssten so schneller sein. Weil wir haben 100% dann Frachtverlangsamung weg. Ja. Gut. So, neue Welt. Handelsroute. Moment, eine Route einrichten. Handelsrouten. Die hier nehmen die Zuckersüß. Du holst aus der neuen Welt in Shokushino. Holst du bitte ab Zucker. Das jetzt rapide zunehmen sollte. So, 6 Felder hat's. Haben wir belegt. Das ladest du bitte aus in der alten Welt in Kupfersee. Und falls die Piratin doch nochmal denkt, einen auf dicke Hose machen zu wollen, legen wir auch bitte die Handelsroute um. Ich weiß, die mag uns, aber wenn sich das mal ändern sollte, müssen wir nicht direkt da vorbeifahren. So, und da ladest du bitte alles aus. Annehmen. Zusätzlich sollten wir jetzt hier den Zucker rausnehmen. Und auch das Ölos rausnehmen. Du ladest hier bitte ein. Einladen. Die. Annehmen. Also nur gucken, wo das Schiff gerade rumdümpelt. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, wunderschön. Dankeschön. Das ist sehr schnell, das Zeppelin-Übersee. Deswegen mag ich es dafür. So, jetzt, wo ist unser Schiff hier? Wartet mal. K.
Kann ich das nicht über die Handelsroute ausfindig machen? Bestimmt. Ich habe der Handelsroute keinen Namen gegeben, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Oh ne, das lassen wir mal sein. Ich habe auch nicht mit Pipes generell gearbeitet, sehe ich gerade. Das ist für mich einfach ein bisschen übersichtlicher. Der Hans hatte keinen Namen. Wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigescrollt. Da. Neue Welt. Pipe. Zucker. Oh, hallo BlackZero.de. Schön, dass du reinschaust. Zu spät der Stunde. Was hält dich noch wach? Erzähl. Hast du auch Urlaub? Oder frei? Okay. So, jetzt will ich wissen, wo das Schiff hier ist. Über See gerade. Ah, und hat schon dabei? Ah, wunderbar. 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 Na gut, dann müssen wir auch nochmal die Handelsroute umstellen. Nur für den Fall, dass die Piratin doch nochmal denkt, sie muss durchdrehen. Annehmen. Gut. Passt dann soweit eigentlich. Was hab ich denn hier? Achso. Das geht nicht anders, das lassen wir so. Morgen frei und wenn ich Zeit habe, gucke ich durch Twitch und durch die Games, die kaum noch einer zockt. Ja, ne, Anno ist ein bisschen, ne? Ja, generell so Strategie, Handelsspiele sind halt so ein bisschen, wenn da nicht so breite Masse tauglich wie in Call of Duty oder ja, in FIFA. Um jetzt mal zwei unterschiedliche Genres zu nehmen, die viel gespielt und geguckt werden. Euphorie, Dämonen, wir graden die mal noch ab. Forschen, ich muss forschen, ne? Ich vergesse es immer. Du bist hier. Ne, bitte da. Lassen Sie uns die Besten der Besten anheuern. Zack. Ja, ne, genau. Ist halt für die breite Masse und dann gucken die und spielen das auch. Das verstehe ich schon. Ne? Das ist richtig. Ich hatte noch ein bisschen Lust auf was Gemütliches und der Spielstand hier ist gemütlich. Oh, ne, die habe ich erst gebaut. Ich wollte gerade sagen, reichen die Sachen nicht mehr, doch sie reichen noch. Okay, also wir haben jetzt darum gekümmert, das heißt, wir kriegen jetzt mehr Zucker geliefert und wir kriegen jetzt mehr Süßfrüchte geliefert, wie auch immer die heißen. Ich komme gar nicht drauf. Zitrusfrüchte, natürlich. Ah, ich wollte noch, ganz wichtig, hier einstellen, dass die mir nicht den ganzen Zucker klauen können, weil das ist ja auch eine Ressource. Sonst gibt es keine Schokolade mehr und das ist auch nicht gut. Dann wird an anderer Stelle geschrien. Da. Nimmt sehr stark zu, wir nehmen es, wir holen es auch gleich ab. Ich sag mal so, haben wir erstmal so 200 Tonnen. Es kannst du mitnehmen. So, das heißt, wir kriegen jetzt jede Menge Zucker und jede Menge Süßfrüchte. Wir gehen in die alte Welt. Jetzt auch mal lieber ein Aufbauspiel wie C&C Empire Earth und das neue. Ich. Zu Age of Empires 4 kann ich nicht mehr sagen, da ich Beta gespielt habe und das auch schon mehrfach erwähnt habe. Ich würde gerne mehr sagen, aber ich kann es nicht.
Na gut, du bist unbekannt, mich könnte man hierfür belangen. Aber ich habe schon öfters gehört, dass die Euphorie nicht so groß ist. Ja. Und ein neues Command & Conquer würde ich auch, ja, würde mich auch freuen. Das stimmt, Empire Earth haben wir auch lange gezockt früher. Ja. Das waren schöne Spiele in diesem Genre. Definitiv. So, also wir kriegen jetzt halt Peter wie blöd. Das haben wir gepusht. So. Wir haben jetzt eigentlich alles genug. Nur mein Profil ist ein anderes, aber hätte auch hier keine Infos selbst geben. Ne? Ich glaube... Ja, also... Ja, ich denke, da sind auch, also, ja. Ist ja noch, jetzt könnte man sagen, ist ja noch Zeit bis zur Release, aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass sich meist nach Betas nicht mehr viel tut. Sondern das Spiel wird komplett verschoben, siehe New World, aber, also, New World hat sich um ein Jahr verschoben und ich habe die Betas jeweils gespielt, letztes Jahr im Sommer, dieses Jahr im Sommer. Und für mich hat sich nichts wirklich getan. Auf den ersten Blick. Ja, Age of Empires 3 fand ich auch nicht gut. Ja, der 1er war für seine Zeit gut. Und der 2er ist auch gut. Aber der 3er, nee. Dann war es lange ruhig. Und jetzt kommt 4 und ja. Es ist ja noch nicht wirklich raus. Mal gucken, was es wird. Ja, aber, naja. So, wir können bei Forschung jetzt auch wieder ein paar mehr Leute investieren, sehe ich. Wenn noch nicht viele. Oh, wir haben hier jetzt die Dame fertig, dass wir die anderen Schiffe bauen können. Fällt mir gerade ein. Und für Hafenmeisterei die hier. So, ich glaube, wenn ich jetzt haben wir uns um mehr Limonade gekümmert, das sollte jetzt wirklich reichen. Als nächstes Mal, wenn ich den Stream dann wieder anpacke mit Anno, weiß nicht, morgen, übermorgen, morgen wahrscheinlich nicht, morgen gibt's Hand. Showdown, aber jetzt fehlen noch die Souvenirs. Und hier müssen wir uns dann um Hibiskus-Tee kümmern. Und danke für dein Follow, Black Zero, freut mich. Müssen wir halt gucken, dass wir den Hibiskus-Tee noch pushen, weil das fehlt denen gerade so ein bisschen. Machen wir dann in den Besa, dass wir da noch mehr geliefert kriegen. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Und dann würde ich hier noch eine Speicherstadt hinbauen. Bitte, du musst mir helfen. Ich habe einen Krieg angezettelt. Billy, selbst schuld. Die Wibbelsock, der alte Nervsack. So, und dann können wir hier eine kleine Speicherstadt bauen. Holen uns dann hier noch rüber unsere Dampfschiffwerft. Und setzen da dann alles rein. Und dann gucken wir mal. Aber das wird noch lustig hier. Das wird, weil ich habe hier schon ein bisschen versucht umzubauen. Und auch mit dem Strom. Und wie wir Strom dann hier runterkriegen. Wahrscheinlich über ein Item oder so. Müssen wir halt mal gucken. Bei mir gibt es immer ein bunter Mix, Black Zero. Ja, du siehst, vorhin habe ich Gitarre gespielt. Damit habe ich heute den Stream begonnen und ein klein bisschen dazu gesungen. Wobei, da erwarte da nichts, weil es ist eher alles, was ich hier mache, Hobby. Dann gibt's einer meiner Shooter, den ich immer mal wieder gerne auspacke, ist Hunt Showdown. Sagt dir vielleicht auch was. Eher was anderes mal. Für mich noch kein verbrauchtes Setting. Ansonsten gibt's Strategiespiele, es gibt auch mal Koop-Spiele, es gibt mal Survival-Sachen, es gibt auch mal Singleplayer. Ich müsste Ratchet und Clank mal weiterspielen auf der PS5. Das kann ich auch mal wieder auspacken. Also, Singleplayer, wenn mich die Story packt und wenn es wirklich Spaß macht. Ansonsten mache ich meistens Multiplayer oder Koop, weil ich mit Leuten gern zusammenspiele. Ne? So ist das halt. Und Strategiespiele, sowas wie Anno, ist ein All-Time-Favorite. Ich hoffe auf ein neues Siedler. Es ist sehr ruhig um das Spiel. Das Einzige, was ich mitkriege, ist, dass Ubisoft mir es über Werbung versucht, mich zu überreden, es vorzubestellen. Das heißt, das klingt für mich nicht, als wäre es eingestellt. Aber es ist, wie gesagt, sehr ruhig geworden um einen Siedler. Und ein neues Siedler würde ich mir sehr wünschen. Da hätte ich wieder Spaß dran.
Ja, ich habe noch Red Dead Redemption 2, das würde ich gerne noch zu Ende spielen. Das ist zwar auch schon älter, aber es ist auf PC einfach beschissen optimiert. Und mit meiner 2080 kann ich nicht die Grafikleistung erbringen, die ich gerne hätte, dass es mir Spaß macht. Und deswegen macht es mir keinen Spaß, weiter zu spielen. Und die Grafikkartenpreise sind ja aktuell, ne, immer noch beschissen. Da sind welche krank. Ich meine, ich habe so viele Krankenhäuser, dass ich eigentlich nicht mobilisieren müsste, aber wir mobilisieren trotzdem mal. Wenn man es nicht muss, dann schicken die auch gar nicht erst los, aber offensichtlich tun sie es gerade. Es ist schon ein bisschen, ja doch, noch zwei, drei mehr. Oh, passt schon. Genau, also Skyward Sword für die Switch habe ich ein bisschen gemacht und dann müsste ich eigentlich auch weiterspielen, aber die Steuerung ist so, dass ich einfach keinen Nerv habe. Die 3070 für 600 Euro. Also ein Arbeitskollege, der hat es wirklich so gemacht, als die 3070 rauskam, hat er sie bei einem Hersteller direkt am Tag reserviert. Kann er nicht sagen bestellt, weil er reserviert und sofort überwiesen. Zu auch teurer als 600. Aber wenn man die Preise kennt, da hat ein bisschen mehr bezahlt. Nicht viel. 100 mehr oder so. Und ich, Idiot, wollte das alles nicht. Ich hätte zu Anfang auch meine 3080 für 200 Euro mehr haben können und habe gesagt, ihr spinnt doch. Ich warte, bis es besser wird. War ich blöd. Und jetzt sind die Preise ja abartig. Oder für, was heißt 900? Für 1000 oder 1100 hätte ich meine 3090 kriegen können. 3080. Und ich habe gesagt, nö, die Preise werden schon wieder fallen, aber das passiert, glaube ich, auch dieses Jahr noch nicht. Weil immer wieder Leute gibt, die zu diesem Preis immer noch kaufen. Die Lager sind ja zum Teil voll. Das ist ja der Witz. Du kriegst ja mittlerweile jede Karte, die du haben willst. Früher war es so, sie waren teuer und sie waren nicht lieferbar. Jetzt sind sie teuer und sie sind lieferbar. Das ist die Frage, Black Zero, genau. Es kommt ja die 40er-Serie. Problem ist, die 30er-Serie haben, die wollen ja dann auch wieder die 40er-Serie oder die 4000er-Serie, wie du halt willst, ne? Das heißt, dann kommen ja auch wieder mehr Leute dazu, die haben wollen. Und wer weiß, wie es dann aussieht mit diesem Engpass. Nvidia wird wahrscheinlich dieses Mal so klug sein und direkt von Anfang an das Bitcoin-Mining unterbinden. Genau. Genau. Aber trotzdem. Trotzdem, also selbst diese Low Hash Rate Mining oder wie die heißen, LHR oder LHC, selbst die sind schweineteuer. Ja. Ich sag's vorher raus, ich habe einen Strix PC, das ist ein Strix Gehäuse, das ist ein Strix Mainboard, das ist ein Strix Netzteil, da kommt mir eine Asus Strix Grafikkarte rein und zwar eine 3080. Ich habe erst überlegt 3080 Ti, aber das bisschen mehr Leistung ist Quatsch, das rentiert sich nicht. Ich hätte gerne 3080. Und wenn ich die nicht kriege dieses Jahr, dann wird es nächstes Jahr eine 4080. Dann habe ich halt eine Generation ausgesetzt, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil... Oh, da will... Oh, sie wollen durchbrechen. Warum machen die das? Also, weil sie es können, aber... Normalerweise brechen sie noch nie durch. Okay. Wir brauchen hier mehr Schiffe. Mindestens eins. Eher sogar zwei. Unsere Barrikade reicht nicht mehr. Kriegsschiff. Noch stehe ich bei einer 1070. Oh, bei einer 1070. Ja, da kannst du mal upgraden, ne? Ja, wenn du eine neue hast, die reicht wieder ein paar Jahre. Das Problem ist halt, ich habe einen 144 Hertz Bildschirm. Und ich habe eine Streaming-Karte auf dem Streaming-PC, die 144 Hertz auch verarbeiten kann. Also ist bei mir eigentlich alles auf 144 Hertz getrimmt. Aber ich brauche dann auch 144 Frames. Die erreiche ich nicht immer. Und dann kriege ich halt bei mir Screensharing und auch im Stream. Und das ärgert mich. Und das hätte ich halt gerne. Ach, jetzt macht wirklich der Pirat da Stress oder was? Oder hat auch noch eine schlechtere Fernrohr.
Das schlechtere Fernrohr. Sogar ein Brandgesetz hat nicht gereicht, ne? Schlachtkreuzer bereit. Und die anderen haben Frieden mit Piraten oder was? Könnt ihr mal den abballern, bitte? Willst du? Hier oben. Ich müsste mal da ordentlich aufräumen. Deswegen habe ich für momentane Ultra Games gekommen, die Series X, die schafft die 10. Ach so. Ja, okay. Verstehe. Verstehe, Black Zero. Verstehe. Ups. Nein. Bleib da. Mehr Druck im Kessel. Nur wissen, wie der fährt. Wollte ich nicht eigentlich aufhören? Irgendwo ran lag's doch jetzt. Wir haben noch soweit eigentlich alles geschafft für den Moment. Kauft ihr uns noch was? Oh ja, wir können auch eins kaufen. Das Schiff war ihr Sarg. Frachtschiff steht bereit. Wirtschaftsführer. Was suchst du hier bei den Ausgestoßenen? Das Problem, was ich mit dem neuen Battlefield habe, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es reizt mich überhaupt nicht. Ja, dieses Schiff ist gestohlen. Weil, was ich brauche, sind Innovationen bei Battlefield. Und auch bei Call of Duty. Und damit brauche ich jetzt nicht einen neuen Game Mode. Ich glaube, der aussieht wie der gleiche Game Mode, nur anders heißt und vielleicht einen kleinen Kniff anders hat, da ist die Luft ganz schnell raus. Ich brauche mehr Motivation zusammenzuspielen. Die Squads müssen mehr gepusht werden. Ich muss mehr Möglichkeiten haben und das heißt nicht, dass ich beim Squad wieder spawnen kann. Da muss mehr passieren. Es muss einfach das grundlegende Spielprinzip, man sieht es ja bei Call of Duty Warzone, da kann ich ja so zusätzliche Dinge einsammeln, wie zum Beispiel einen Auftrag und dann, oh, da ist ein Team, das müssen wir ausschalten. Es muss so Sachen geben, es muss interaktiv sein, das Spiel muss sich im Spiel selbst wandeln. Und immer wieder abwechslungsreich sein, dass ich jedes Mal Bock habe, oh, komm, jetzt nochmal eine Runde Battlefield. Und wenn ich halt einfach, jetzt habe ich 128 Leute pro Server, 64 versus 64, mehr Leute, macht das Spiel aber nicht besser. Warum spiele ich Hand Showdown so gerne? Weil es kleine Teams sind, weil ich da Bock habe, was zu reißen, weil ich da auch was reißen kann. Das meine ich halt. Und da muss Innovation rein, da muss das Spielprinzip umgekrempelt werden, da muss mehr Ideen rein und nicht einfach bessere Grafik, mehr Zerstörung und mehr Spieler. Das macht das Spiel nicht besser. Das ist einfach nur... Ne? Und das meine ich halt. Und da passiert nichts. Wir sind ja bei Battlefield 5. Oh, Raytracing. Man sieht die Flammen im Spiegel reflektiert. Hättest du dafür Zeit. Wenn du am Ballern bist. Also. Da muss ich halt was tun. Da muss sich jemand Gedanken machen. Da muss jemand das Spiel einfach mal nehmen und sagen, okay, was können wir anders machen? Dass die Leute, weil Battlefield installiert, wird ein Tag gespielt, zwei Tage, drei Tage. Danach liegt es auf der Platte rum. Na? Ja, eben das Call of Duty, alle Jahre wieder. Jedes Jahr neues Call of Duty. Warum denn? Warum? Schon wieder Zweiter Weltkrieg, hatten wir doch erst. Also, warum nicht alle, ich meine, es verkauft sich, ich weiß. Aber warum nicht alle zwei Jahre ein neues Call of Duty? Und das ist dann richtig gut. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, nicht nur in Warzone. Ne? Das würde mir Spaß machen. Aber so, pff, FIFA sehe ich genauso. Brauche ich jedes Jahr ein neues FIFA? Nein.
Macht mir alle 2 oder 3 Jahre neues FIFA und haut jährlich ein DLC raus für ein Drittel vom Preis, dass ich die aktuellen Teams und die Spieler habe. Ich würde es kaufen. Würde ich machen. Aber man kann ja wieder Geld verdienen. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Hell Let Loose, habe ich schon von gehört. Habe ich, glaube ich, sogar auf der Wunschliste. Also es gibt da wirklich das Problem ist, dass weil es kaum einer kennt und weil es halt eben nicht Battlefield heißt und nicht Call of Duty und halt eher ein kleines Nischending ist und vielleicht mal in einem GameStar-Video auftaucht oder so, wo es mal kurz erklärt wird, aber das kriegen auch die wenigsten mit. Ich weiß genau, was du meinst. Und so Spiele machen dann auch wieder Spaß. Mir würden auch Spiele Spaß machen, mit richtig großen Maps. Ich weiß nicht, ob du Operation Flashpoint kennst. Operation Flashpoint war mit riesen Inseln. Hast ein kleines Squad gehabt und musstest Missionen machen auf riesen Inseln. War richtig geil. Ja, der würde uns jetzt da unten nerven. So, warum wurde sowas nicht weiterentwickelt? Warum hat man daran nicht angeknüpft? Warum sagt man nicht, ich mache große Schlachten, wo ich auch richtig weit laufen muss? Ich meine, große Karten sind ja möglich mittlerweile. Guck dir ein Ark an zum Beispiel, was eine große Karte hat. Guck dir ein 7 Days to Die oder sowas. Ja, es gibt Möglichkeiten, großen Karten zu erstellen, haben wir. Ich brauche nicht mehr Spiele auf kleinen Karten. Wann rafft die das? Schiff unter Beschuss. Ja, das nervt jetzt halt. Bereit zum Einsatz. Sie sind ein erhabener Mensch. Wir müssen da unten jetzt aufräumen gehen. Ja, ich brauche einfach eine große Karte, wo ich dann wirklich habe, so, wo dann auch mal länger um was gekämpft wird, um richtig geile Stadtschlachten und so, wo dann belagert wird und so. Und da muss man Taktiken schmieden mit einem Squad-Leader oder so, der vorne dran vielleicht gewählt wurde oder man braucht Erfahrungspunkte oder so. Und dann wird Planung, da hat einer die Kartenansicht von oben, der gibt dann Anweisungen, wo die Teams hin müssen, wo wir dann jetzt mit welchen Einheiten und so. Man könnte so viel Geiles machen. Strategie und Ego-Shooter in einem vermengen. Die Technik gibt das alles her. Es gibt so viele geile Möglichkeiten, geile Spiele zu machen. Und was machen sie? Dieselbe Sülze jedes Jahr aufs Neue. Was soll ich da sagen? Bei Hell Let Loose hast du auf jeden Fall einen Kommandanten, viele Truppen. Ja, das klingt doch ganz geil eigentlich. Ist alles cool. Deswegen streame ich ja, um mit dem Chat auch zu interagieren. Das ist ja das, was mir auch Spaß macht. Also schreibt so viel, wie ihr wollt. Alles gut. Deswegen Hand-Showdown im Trio zum Beispiel gefällt mir auch so gut, weil du die Kommunikation brauchst, weil es kleine Teams sind, weil es kleine Fights sind und weil es nicht so viele Spieler sind. Da habe ich Spaß dran. Der hat Mitwind, der fährt uns davon. Okay, wir fahren wieder hier hoch und stellen sie erstmal wieder auf. Der kommt schon irgendwann wieder ran und dann machen wir ihn platt. Jetzt dreht der Penner um oder was? Haut ne weg! Ein kleines Dankeschön für dich. Ich habe 667 Millionen und du schenkst mir 17.000 Bente. Von der Speiserolle. Das ist eine Beleidigung.
Sammelt's mal ein, vielleicht was Gutes dabei, aber. Danach fahr dir dahin, bitte. Du hast also 3 Sprachchats. Im Spieltrupp. Führungschats sprechen einfach, wer um dich drum herum läuft. Das ist schon ganz geil. Es muss halt Disziplin haben. Wenn ich da einen habe, der. Oder einer dann seine E-Zigarette reinsaugt und der Nächste, der noch mit seiner Freundin im Hintergrund erzählt, die gerade Fernsehen guckt, da werde ich verrückt. Ja, du brauchst also bei sowas Disziplin. Aber gut, dass du mich nochmal darauf hinweist. Ich werde dem Spiel später nochmal einen Besuch abstellen. Auf Steam auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Streamer mal einen Blick reinwerfen, weil das wäre was für mich. Ja. Weil ich mag einfach das Außergewöhnliche, ich mag nicht die Einheitssülze. Und das neue Battlefield, ich werde es mir nicht holen. Da habe ich auch null Hype oder so. Das ist, weil ich weiß, wie es endet. Wow, Sandstürme gibt's ja. Oh, ich habe die Sandstürme vergessen. Die Sandstürme. Die werden es rausreißen. Die Sandstürme. Ging jetzt in Version 1.0, also ist aus der Beta raus. Ah, das ist doch schön. Ja. Das ist auch bestimmt nicht so teuer. Das kostet dann vielleicht nur 20 oder 30 Euro, ne? Aber ich sag euch voraus, für ein gutes Spiel zahle ich auch Geld. Also. Für Einheitssülze, die jedes Jahr wiederkommt. Ich meine, gut, das letzte Battlefield ist ein bisschen her. Okay. Ja, ist okay. So, die 2 war mal 20, jetzt 40. Ja, okay. Okay, ich meine, ARK war auch mal 20 und als es rauskam bei Steam. Gut, ich meine, es gibt immer noch, ich muss auch dazu sagen, legale Keyshops. Da kann man dann günstig Spiele einkaufen. Ja, also günstiger. Ich muss dazu sagen, bewusst legale Keyshops, nicht irgendwie vom Laster gefallen. Oder irgendwie mit einer VPN aktivieren, macht das nicht, kommt ihr in Teufelsküche, wenn euer Steam-Account gesperrt ist, gute Nacht nochmal wacht. Ja. Das ist, würde ich keinem empfehlen. Ist unser Kriegsschiff fertig? Nee. Fast. Wir stellen das mal hier hin, da fällt es mir auf. Wenn der Kriegsschiff steht. So, ich mache jetzt für Anno einen Cut. Ich möchte noch ein klein wenig World of Warships spielen, so eine Stunde oder so. Da habe ich noch Bock drauf. Ich mag noch ein bisschen Schiffe leveln da. Die U-Boote kommen ja bald, ich sag's immer wieder. Deswegen, für Anno geht's hier weiter die Tage bestimmt mal wieder. Hab ja noch Urlaub. Vielleicht schneid's nochmal rein, wenn nicht nächste Woche wieder. Ich speichere mal. Ja, im Stream, wenn noch Bock ist und fit ist, bleibt dabei. Ich mache, wie gesagt, noch ein bisschen World of Warships. Aber für Anno ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.